Unwetterzeit. Mal wieder Karneval. Altweiber treiben. Letztes Jahr schon im Sturm und im Regen untergegangen. Nass war es gewesen. Dieses Jahr wiederholen wir das scheinbar so ein kleines bisschen. Mit dem Regen hält es sich ja gerade im Moment ein kleines bisschen zurück. Aber es hat schon die ganze Zeit gestürmt, geschifft. Wir haben eine Unwetterwarnung. Gerade eben komme ich aus Heinsberg. In Heinsberg an der A46, B221, B56 neu, die Baustelle. Da hat es eine Baustellenampel erwischt, die ist umgekippt, auf die Fahrbahn gekippt. Glücklicherweise nicht auf Fahrzeuge. Aber es hat schon ordentlich etwas Chaos gegeben an der Baustellenampel, die da umgekippt ist. Gesehen haben, der Verkehr staute sich ein kleines wenig und im Kreuzungsbereich, wie wir jetzt gerade im Bild sehen, hat ein LKW auch einen Streifenwagen ganz leicht angetitscht. Das stand alles etwas eng beieinander. Der Verkehr wurde durch die Polizei geregelt. Die neue Baustellenampel, die als Ersatz für das Teil kommen sollte, auf die wurde gewartet. Ja, und so lange war es halt ein wenig durcheinander im Kreuzungsbereich. Den Nachmittag über kamen im ganzen Kreisgebiet Einsätze für die Feuerwehr zusammen, wie hier in Miel, so auch in Kaken, in Geilenkirchen, in Dovern oder hier im Bild ist jetzt Obhofen, dort ist man jetzt noch ohne Feuerwehr ausgekommen. Da hat der Sturm etliches an Ästen auf die Straße geweht. Ja, ansonsten hatten die Feuerwehren sehr gut zu tun, während andererorts die Jecken in ihren Zelten und Rathäusern am Feiern gewesen sind. Ja, und ab und an gab es dann auch nette Bilder vom Himmel mit Regenbogen und Sonnenstrahlen.